Hallo, herzlich willkommen hier heute im Garten bei Koibreeder. Mein Name ist Lutz, ich arbeite bei der Firma Firestone, bin heute zu Besuch in der Schweiz und bei dieser Gelegenheit möchte ich einmal unsere neue Wunderwaffe, den Firestone Easy Sealant Kleber vorstellen. Da zeigen wir heute mal ein paar Anwendungen, wie dieser Kleber ziemlich einfach Folien verbindet, Reparaturen schafft. Was früher kompliziert war, ist heute ziemlich einfach. Also steigen wir direkt ein. Was früher bei den EPDM-Folien, auch bei größeren Teilchen, etwas aufwendiger war, mit einem Nahtband zur Verbindung von zwei Folien, ist heute ziemlich einfach mit dem Easy Sealant. Wir brauchen nur eine reine Naht mit dem Kleber, ohne Band, ohne Primer und Vorarbeit. Das zeigen wir jetzt Schritt für Schritt. Bei einem älteren Teich kurz die Folie sauber machen, ist etwas mehr Schmutz drauf, dann ruhig mit einem Schrubber fester abschrubben, dass hier vor allem der Klebebereich sauber ist und dann geht es auch schon los mit dem eigentlichen Kleben. Wir zeichnen uns das an vorher, wo ungefähr geklebt wird. Hierfür reicht auch eine ganz einfache Pistole. Wir sehen schon, super einfach kommt der Kleber raus. Wir schlagen hier zurück. Das ist unsere Markierung. In der Regel für kleinere Teiche und Nähte bis 6 Meter reicht es, wenn wir eine Naht kleben, also ungefähr in dieser Stärke. Das werden jetzt circa 8 Millimeter breit sein. Eine Kartusche reicht in diesem Falle für eine 6 Meter Laufnaht. Ist der Teich größer, kann man auch gerne eine zweite Naht ziehen. So. Und das Ganze hält. Pistole rausziehen. Nach Gebrauch Tülle einmal aufschrauben, dann läuft auch kein Kleber mehr nach. Jetzt die Folie überklappen, positionieren und hier mit einem ganz einfachen Nahtroller, wenn kein Roller zur Hand ist, ein Wasserglas hilft auch. Jetzt gehe ich ganz leicht die Naht entlang und hier sehen wir, wie der Kleber aus der Naht heraustritt. So wollen wir das haben. Jetzt ist der Kontakt hergestellt. Und wir sind sicher, dass hier überall Kleber ist, wenn der aus der Naht austritt. Dann rolle ich noch die Innenseite. Hier war ja noch die zweite Klebewurst. Die rolle ich noch ab. Und dann ist diese Naht auch schon fertig. Es dauert jetzt circa 24 bis 48 Stunden, bis dieser Kleber ausgetrocknet ist. Und je feuchter die Umgebung ist, desto schneller trocknet der Kleber. Klingt ein bisschen komisch, aber Feuchtigkeit hilft in diesem Fall beim Abbinden. Ihr könnt auch einmal testen, ob an beiden Seiten genug Kleber ist. Wenn ihr es etwas auseinanderzieht, dann seht ihr, der Kleber hier ist noch ziemlich feucht. Das bleibt auch für die nächsten 1 bis 2 Tage so. Es dauert etwas, bis er abgebunden hat. Und dann ist diese Naht bombenfest und super belastbar. Kommen wir zum zweiten Anwendungsfall. Lieblingsthema im Teich oder vielleicht auch nicht Lieblingsthema, das Loch. Wir haben also irgendwo ein Loch gefunden, woher das auch immer rührt. Vielleicht sind Wurzeln durchgewachsen, was auch immer. Auch hier gilt bei älteren Folien, macht die Folie ordentlich sauber. Holt euch einen Küchenschwamm, der ordentlich was wegschleifen kann, dass dieser Teil hier sauber ist. Und dann habe ich mir hier ein Stück von der Folie abgeschnitten, das dieses Loch überdeckt. Und jetzt ist es eigentlich genauso wie vorher auch. Wir nehmen den Kleber, haben hier unser Passstück, machen einmal außen am Rand etwas Kleber,
So. Das Schöne an diesem Kleber ist, dieses Ganze würde auch unter Wasser funktionieren. Wenn also der Teich nicht abgelassen werden kann, dann kann die Reparatur, vorausgesetzt die Folie kann unter Wasser gereinigt werden, auch unter Wasser stattfinden. So, wir machen es jetzt einmal über Wasser. Hier sind zwei Klebenähte drauf. Da ist das Loch. Ich packe es einmal zentral drauf, kurz anfixieren. Und jetzt, wie bei der Naht, gehe ich einmal über die Außenkante, roll das ab. Und je stärker ich dann abrolle, desto schneller kommt auch hier der Kleber seitlich aus der Naht. Da ist er schon. So sollte es dann aussehen. Wir rollen jede Kante ab, vor allen Dingen die Ecken, denn auf diesen Ecken ist eine ganze Menge Druck. Und darum ist es wichtig, dass hier auch genug Kleber rauskommt, so wie hier. Wir haben vorher auch die Ecken abgerundet. So kann sich nichts aufstellen. Runden wir die Ecken nicht ab, passiert Folgendes. Bei Druck stellen sich diese Ecken auf und unser Flicken, wenn er hier dann ist, könnte abreißen. Das wollen wir nicht. Deshalb habe ich hier schon vorher diese Ecke abgerundet. So, wenn jetzt Druck drauf kommt, hier die Ecke hebt sich nicht an. Wir haben kein Eselsohr und der Flicken bleibt in Position. Das Ganze rolle ich jetzt auch noch hier an den Seiten ab. So. Und hier diese Ecke. Gibt dem Ganzen 24 bis 48 Stunden. Testet, ob es funktioniert, ob es haftet. Und eure Reparatur ist fertig. Gut, kommen wir zur dritten Aufgabe für den Easy Sealant. In einem vorangegangenen Video haben wir schon mal gezeigt, wie ein Flansch eingebaut wird. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir kümmern uns speziell darum, wie wird dieser Flansch von außen abgedichtet im Teich. Also für die, die es nicht gesehen haben, klickt euch noch einmal durch zum Thema Flansch. Der sitzt ja auf der Unterseite hier des Teiches. Auf der Oberseite sitzt dann der Abdichtflansch, der durch zwei Schrauben auf der linken, zwei auf der rechten so festgehalten wird. Und wir dichten jetzt einmal dieses hier ab mit dem Easy Sealant. Wie vorher auch. Die Kappe abmachen. Dann hier kreisförmig den Easy Sealant auftragen. So. Einmal der geschlossene Kreis. Ein bisschen aufpassen, anschließend die Kappe wieder draufsetzen. In der Praxis werden jetzt hier schon zwei Löcher, links, rechts, für die Schrauben. Wir setzen dann hier einmal den Ring mit dem Easy Sealant mittig drauf. So, hier ist die Kante. Jetzt würden wir die Schrauben setzen und auch hier wird sichtbar, da kommt der Kleber raus, so wollen wir das haben. Das heißt, der Kleber ist gut verteilt, sonst dreht es noch ein bisschen links und rechts. Die Naht kommt raus, Schrauben setzen, fertig. Dieser Flansch ist abgedichtet und anschließend einmal den Innenkreis ausschneiden, Rohr anschließen. Fertig ist die dritte Aufgabe für den Easy Sealant. Kommen wir zum letzten Anwendungsfall, und zwar das Ankleben der Folie an Steine, Holz, Beton, alles was irgendwo so in der Nähe des Teiches ist und die eine harte Oberfläche haben. Also sowas wie dieser Stein, nichts Brüchiges oder Poröses. Heute steht uns im Modell dieser schöne schweizerische Alpenstein. Wir wollen hier die Folie ankleben. Das heißt, wie bei der Naht, nehmen wir uns die Teichfolie hier. Hier nochmal
unser professioneller Hinweis. Es handelt sich um ein Modell. Dieser Stein ist nur rein exemplarisch für alle anderen Steine, die so am Teich sind. Wir nehmen also die Folie. Achtet darauf, dass hier in diesem Bereich keine Spannung ist. Also, dass die Folie nicht hier so zum Stein kommt, sondern wie hier spannungsfrei liegt. Und man kann schon sehen, bei der ersten Berührung haftet er auf beiden Seiten an der Folie am Stein. Wir nehmen also die Folie, ziehen diese an den Stein und haben dann hier eine Fixierung. Auch da kann ein bisschen gerollt werden. Wenn es nicht ganz hält, wartet einen Moment, bis der ganz leicht anzieht, weil jetzt ist der Kleber sehr frisch und noch weich. Geht hier einmal dran und wieder zurück. Man kann es leicht sehen, es zieht schon ein bisschen besser an. Also, wie gesagt, der Kleber braucht ein bisschen, bis er anzieht. Aber dann hält es, wenn das fertig ist. Und wir gehen davon aus, dass es zum Beispiel eine Teichkante beschwert, die Kante noch mit ein bisschen Stein, dass hier nicht so viel Zug drauf kommt auf diese Ecke. Das muss nochmal angedrückt werden. So, wie beschrieben, jetzt hält er ein paar Sekunden, es zieht an und fertig. Falls ihr feststellt nachher, dass oben nicht genug ist, klebt einfach ein Stück nach. So, nehmt diese Kartusche im oberen Bereich. Fertig. Andrücken, schließen. Das war's. Die Fixierung der Teichfolie auf Stein, Metall, Beton. Viel Spaß bei der Umsetzung.